Ja, moin. Ja. Ich bin gerade mal hinten am Stickstoff angehungen während der letzten Folge und dieser habe ich jetzt im Off nur kurz Produktion nachgeschaut. Interessanterweise, also die Batterien, da sind ja drei riesen Container voll, die sind voll. Wir haben ja aber einige abgerissen, muss man natürlich auch sagen, die konnten die ganze Zeit produzieren, weil die Alubarren, die man ja für die Batterien braucht, warte mal, ich zeige euch das gerade mal hier. Nicht Alubarren. Wir stellen die Batterien so her aktuell. Mit 30 pro Minute. Das hier. Die haben wir für nichts anderes gebraucht. Deswegen konnten die produzieren. Da sind drei Container voll. Wenn ich jetzt, ich habe nämlich jetzt Batterien in der Dash, um das hier mal wieder anzustoßen. Den hier. Du bist Stickstoffblechkiste in. Wieder losschick. Dann werden die Blechkästen wieder gemacht. Was bist denn du eigentlich? Das hier. Den Standby. Achso, wird nicht aktualisiert. Den lasse ich da mal. Den will ich nicht, dass der losfliegt. Und du holst die Batterien, siehste. Ich verteile. Wo sind sie denn? Da. Ich habe es aber ab 400 rein. Wieso habe ich jetzt nur 200? Ich habe 400 in meine Tasche getan. Ne? Warte mal. Warte mal. Jetzt bin ich hier. Wo sind sie denn jetzt? Ich bin verwirrt. Verwirrt ich bin. Da sind sie. War da doch. Okay, ich mache die jetzt mal hier rein. Dann sollte der ja gleich losfliegen. Nicht genug Batterien. Pum. Jetzt sollte der. Warum? Guck mal hier. Jetzt macht das. Jetzt zuckt er rum. Bin noch nicht geupdatet. Okay. Der müsste der genau. So, der holt jetzt eine ganze Ladung. Der hier. Weil das Ding ist vollgelaufen. So. Und dann müsste der hier wieder angehen. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie haben wir denn das hier überhaupt aufgeteilt? Du bist der Abroller, ne? Das Ding müssen wir auch mal fertig bauen hier. Verschmolzene Rahmen out, genau. Du bist es. Er verbraucht aber noch irgendwas, sonst würde der das nicht danach füllen. Ach nee, der holt Stickstoff ab, genau. Was bist du? Ja. Du musst die Rahmen holen, der kommt nämlich hinten ganz aus der Büste und hat das eine Kühlsystem und die Rahmen, okay. Irgendwann ist das Zeug sehr voll. Ja. Die holt er. Das ist halt, das ist ziemlich viel, ne? Den tue ich jetzt ja nicht rein. So, hier habe ich die, endlich mal die Purple Schnecke umgewandelt. So. Dann haben wir davon, dann ist das Ding auf jeden Fall erstmal wieder in Betrieb. Von den Batterien, da muss ich nochmal einen Puffer machen für die Alu-Sheets in der Batteriefabrik. Weil die teilen sich das jetzt, man kann ja mal gucken. Naja, die kriegen jetzt definitiv dann zu wenig und laufen dann wieder leer. Habe ich eigentlich meinen Zug hier, habe ich meinen Zug hier abgerissen? Hä? Oder fährt der jetzt hier als Geisterzug durch die Gegend? Auch so eine Stelle, Baustelle, die noch gebaut werden muss hier, ne? So ein Ding. Wir haben viele Baustellen, wo das Gebäude nicht fertig gebaut wurde. Den lasse ich erstmal so. Der steht im Standby. Der soll jetzt hier nicht hin und her fliegen. Der fliegt nämlich so oft hin und her, weil er dann immer nur ein paar holt. Das wollen wir nicht. Wir warten jetzt gerade nochmal. Der müsste jetzt gleich kommen. Moment. Da kommt einer. Wer bist denn du? Bist du der Rahmen- oder der Batteriefuzzi? Du bist der Rahmenfuzzi. Schneller als der Batteriefuzzi. Muss der irgendwie warten? So, lass mal den hier gucken. Das Ding ist jetzt voll. Der sollte eigentlich voll sein. Also das Lagerding, das hier, macht mehr, als der transportieren kann. So rum. Hä? Wer bist denn du? Stickstoffblechkiste in. Und du?
Verschmolzene Rahmen out. Ach, verschmolzene Rahmen out. Wo fliegst denn du hin? Halt. Du fliegst hier mal nirgendwo hin. Wer holt sich denn die verschmolzenen Rahmen? Was ist das Zeug? Wer holt? Wo fliegt denn das Ding hin? Kann ich das eigentlich sehen? Dieser Landeplatz. Relevante Lanze voll. Dieser Landeplatz, verschmolzen Rahmen out. Wo fliegt das Ding hin? Wieso sieht man denn das eigentlich nicht? Zielort. Warte mal. Verschmolzene Rahmen in. Zielort dieser Landeplatz. Und verschmolzene Rahmen in. Wo sind die? Warte mal. Verschmolzene Rahmen. Bahnhöfe weg. Fahrzeuge weg. Kann ja eigentlich nur hier irgendwo sein. Was bist denn du eigentlich? Drohne. Warte mal, habe ich Drohnen oder Bahnhöfe? Nee, Bahnhöfe, Drohnen. Drohnenplätze, die brauche ich. Zement out. Das ist hier. Dann ist das eigentlich. Wo brauchen wir denn verschmolzenen Rahmen? Drohnenplatz, Drohnenport 29, nicht per Dings. Das ist der Just for the Show. Den kann ich hier anklicken. Druckumwandler. Kann ich hier anklicken. Batterie. Wieso sieht man denn das eigentlich nicht? Den lasse ich jetzt erstmal da. Der soll hier nicht rumvorwerken. Ja. Der macht, was er soll. Verschmolzene Rahmen. Einmal mit einem Zug. Wollen wir doch gesagt haben eigentlich. Verschmolzene Rahmen out. Ja, ich tue den jetzt mal hier. Habe ich den nicht da unten schon? Komm mal her. Das will ich eigentlich nicht. Diese verschissenen schmolzenden Rahmen, wo brauchen wir denn die? Ach, ich weiß, wo wir die brauchen. Für diese blöden Supercomputer, ne? Oder was das war? Ja. Oder? Hab jetzt keinen Bock, dass die mir hier die Batterien vertüdeln. Weil das ist ja dann auch wieder so ein Ding, der fliegt ja jetzt mit einem einzigen hin und her. Da ist das Ding. Und jetzt seht ihr. Jetzt kreist der da, weil ich den auf Standby gemacht habe. Und das macht er dann. Bis in alle Ewigkeit. Und jetzt kriegst du erst. Wenn der diese Landeanimation oder sowas gestartet hat, den Landeprozess, dann bleibt der da auch stehen. Wenn du das Ding vorher auf Standby machst, bevor der da ist, funktioniert das nicht. Jetzt müsste der hier stehen bleiben. Rein theoretisch, hoffe ich mal. Du darfst gerne deine Turbine ausschalten. Macht er zwar nicht, aber er fliegt auch nicht. Das ist jetzt wieder so ein Ding. Und das, die Animation ist auch aus, ne? Aber laut wie Harry. So. Der muss. Der eigentlich aktuell nicht. Und der holt die Batterie. Guck mal, wie viel er davon reingestopfelt hat, hey. Das ist halt 200, ne? Das ist ziemlich viel.
Wenn der kommt, wenn der da ist, schalte ich den auch nochmal auf bei 200, einen ganzen Stack. Und dann fliegt der wieder los. So viel brauchen wir hier drin nicht. Das ist halt schade, dass man die Dinger nicht begrenzen kann. Das ist halt wirklich blöd. Aber, ja gut, du kannst auch die Züge nicht begrenzen. Der nimmt entweder alles mit oder lädt alles aus. Wenn man jetzt gesagt hat, okay, die machen es nicht, weil du sollst eigentlich die Züge benutzen. Das ist nur, wenn man so will, die Drohnen sind eigentlich für extrem lange Distanz. Eigentlich für extrem lange Distanz und viel. Weil wenn der nämlich immer nur eins transportiert, dann fliegt er ja ständig hin und her. Und das ist dann halt wirklich ein Batterieverbrauch viel zu blöd. Viel zu hoch. Jetzt komm schon. Wie lange braucht der eigentlich so lang? Da ist er. So, wenn die jetzt die Landeanimation gestartet hat, den Landeprozess, jetzt schalten wir sie ab. Ja. Und dann fliegt der mit seinen Blechkisten noch durch die Gegend. Den kann er machen. Die Batterien hat er genug. Und dann sollte das hier eigentlich funktionieren. Jetzt gucke ich nochmal. Schmolzenrahmen aus. Achso, das ist hier. Ja, der holt jetzt endlich. Achso, kann ich jetzt wieder nicht, weil das Ding da an ist. So, dann fahren wir den. Wo fährt denn dem Farmer mit? Der müsste nämlich jetzt zum Lift fahren. So, das ist der Liftzug gewesen. Ich steige jetzt hier in die Tube. Nicht in die Zahnpasta-Tube, sondern hier in die. Und dann fahren wir nochmal schnell. Also, ach ja, weil da halt kein Platz war, haben wir diese eine Drohne genommen. Also, Batteriefabrik wäre vielleicht mal auch noch so ein Ding. Und zwar eine anständige. Aber da brauchst du schon einiges an Material, ne? Auch mit dem alternativen Rezept. Dann wäre das nämlich eigentlich egal, wie viel von den Dingern die verbrauchen. So, dann müssen wir hier nochmal umsteigen. Da müssen wir rein. Wie lang diese professorische Tube da draußen ist, ne? Wenn ein Professorium zum Enderman nie wieder wird. Kennt man ja, ne? Das kennt man ja. So, jetzt gehen wir hier. Nehmen wir hier noch rum und dann da hinten auf den Drohnenparkplatz. Hier hauen wir uns hier die Birne an. Gelb, gelb, gelb. Jetzt fehlen die Kabel. Hier hoch. Da durch. Hier lang. Die sind vollgelaufen. Die hier. Deswegen sind die gelb. Hier hinten durch. Sprit habe ich noch genug. So, hier. Das war mal Overflow. Oder ist es vielleicht immer noch? Hier ist noch nicht fertig. So, hier rein. Hier kommt der irgendwo an mit seinem blöden verschmolzenen Rahmen. Hallo, Gehäusebasislager out. Das, da holt jetzt die Drohne das. Eingehender Transfer. Ja, weil das Ding ist hier voll. Und es geht hier rein. Hier habe ich die Wand, glaube ich, wieder zugemacht. Ja, da gehen wir halt mal hier unten rein. So, hier geht das Zeugs rein. Hier, da sind sie. Die gehen hier rein. Und die werden zum Druckumwandlerblock. Naja gut, es läuft halt irgendwann voll, ne? Und der Druckumwandlerblock ist hier auch vollgelaufen. Wo geht denn der Druckumwandlerblock hin? Hier können wir nochmal reingucken. Der Druckumwandlerblock geht hier hin. Wow. Druckumwandler out. Druckumwandler out. Den brauchen wir nicht mehr, ne? Hier. Druckumwandler out. Ja, lass den halt mal. Dann läuft es halt mit der Zeit voll. Jetzt gehen wir hier in die Bestandsaufnahme kurz. Müssen wir hier nochmal rein. Gummi. Wenn ich überlege, wie lange ist das her, wo wir mit Gummi gekämpft haben ohne Ende, weil die Dinger hier immer vollgelaufen sind. Aber das Problem ist das hier.
das. Jetzt sind die zwar grün, weil die eine Drohne die Kabel holt. Ja, hier. Das sind die. Und das sind die, weil da nicht genug Kabel kommen. 78%. Hm. 78%. Was ist eigentlich die Drohne? Was hat die Drohne hier oben eigentlich gebracht? Da steht ja einer auf dem Dach. Komme ich da eigentlich hin? Was bist du eigentlich mal? Ich mach das mal nicht weg. Wie gut, dass man da nicht aufs Dach kommt. Jetzt aber. Was hast denn du jetzt nochmal gebracht? Ach, die. Ausgehend. Ach, die haben uns aus. Die kommen aus dem Lager. Da kommt aber auch nicht mehr viel, ne? Hier. Schwere Rahmen out. Ja, die kommt aus dem Lager. Okay. So, jetzt lass uns mal hier oben gucken. Von hier hat man eigentlich auch. So. Das haben wir in Ordnung gebracht. Das haben wir in Ordnung gebracht. Das muss noch geändert werden. Das könnte man eigentlich auch zweispurig machen. Das ist aber nicht das Problem, wenn die Loks, wenn die Kollisionsabfrage kommt, weil wir hier Platz haben. Wir müssen Gebäude fertig machen. Das ist auch noch nicht fertig angepinselt, sehe ich gerade. Wir haben das, wir haben das. Wir haben da hinten die Produktion am Stickstofffeld wieder eingeschaltet. Uraltes Gebäude, das, so sieht es auch aus. So sieht es auch aus. Das sieht auch schief, da hat man auf kein Raster geachtet, nichts, ne? Okay, wir gucken hier hinten nochmal. Da müsste man eigentlich auch noch was sehen können. Ja, da hinten ist es. Das. Ja, da holen wir die Platten her und da kommen die Teile her von den Motoren. Da wird der Stator und der Rotor gemacht, da hinten. Die werden da hingebracht. Ja. Die werden da hingebracht. Das ist die komplette Produktion von irgendwelchen Metallteilen. Das funktioniert aber auch. So. Lass uns mal hier schnell gucken nochmal. Mache ich da hinten noch? Weiß ich jetzt nicht. Allerdings, wenn ich diese Folge aufnehme, habt ihr die mit dem Design der Brücke noch gar nicht gesehen. also, hier. Gehen wir hier oben nochmal drauf. So, stopp. Das muss ja hier irgendwie alles mal gemacht werden. Das sieht ja sonst aus wie Kraut und Rüben. Das sind halt die Steine im Weg. Und das ist blöd. Wenn wir jetzt aber wieder hier ein hohes Gebäude machen, ist. Boah. Gib mir mal die Wand. Irgendwann muss ich auch mal anmalen. Das ist halt mal ganz wichtig. Ich habe die Wand doch eigentlich auch auf der Schnellstartleiste. So. 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 Ja, die sind 6 hoch und das ist jetzt 8 und da kann das hier rüber. Müssen wir zum Peilen mal nehmen. So. Das ist das. Und hier. Das ist eigentlich hier genau wenigstens in der Mitte. Habe ich hier wenigstens auch mal aufgepasst. Ja. Dann machen wir das auch. Du bist nach außen gedreht. Nein, so wie. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir nicht hin. Hier kriegen wir es hin. So, so und. So. Muss da auch noch oben drüber. Wieso eigentlich? Wenn wir so machen. Und weg. Aufpassen, dass man nicht den Bahnhof abreißt. So, weg. Aber gerade so, ne? Hier. So.
Okay. Der passt da wenigstens hin. Da nicht, da nicht, da nicht, da. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir hier gucken. Machen wir das mal so. Jetzt müssen wir mal gucken, dass man hier was sieht. Der hat zwei. Der hat zwei. Hier ist das Gebäude. Und so ist denn das jetzt schon wieder verkehrt rumgedreht. Weg mit. Will ich nicht. So, den machen wir jetzt hier nochmal. So rum. So. So, Bilder. Und dann lassen wir den hier rüber. Ja, ja. Ach, geht das wieder los? Wisst ihr, was ich meine? Das ist an einer anderen Foundation gesnappt. Und zwar an der da. Bist du auch so? Ja. Das will ich nicht. Das heißt, wir machen das so. So, dann ist der erstmal... Das ist ja, wenn man so will, erstmal das Eingangsportal. Wie man das hier macht, weiß ich noch nicht. Ja, hier kommt... Könnte man auf jeden Fall eine Tür hinmachen. So. Ach, wieder Speicherfreeze. Haben wir den Ton hier drin. Los, Mann, speicher ab, Mensch. Ey, nicht abstürzen, ne? So. Ach so, guck mal, die ist jetzt so gesnappt. Ja, ja, das sollst du nicht, Kollege. Das sollst du... Aber dann hängt die Tür tiefer. Haut man sich die Birne an, pass auf. Ja, das war klar. Wieso ist denn das jetzt eigentlich? Will man mal... Oder wir machen den Frame da mal hin. Hier, den. Den können wir ineinander snappen. Den können wir so machen. Den können wir so machen. Fällt nicht auf. Fällt auf. Da schiebe ich das hier hoch mit dem Micromanagement. Das fällt. Das schiebe ich hier hoch. Das ist jetzt nicht das Problem. Okay, ja, dann geht's in der nächsten Folge dann hier irgendwie weiter. Bis dann. Ciao.